Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute geht es um die Moskitopflanze. Die Moskitopflanze, die heißt Agastache cana, also ist auch besser bekannt als Orangenduftnessel und ist halt demzufolge auch eine enge Verwandte mit der mexikanischen Duftnessel, mit der Limo-Pflanze, die wir auch schon vor ein paar Tagen kultiviert hatten hier. Und sie stammt auch tatsächlich auch aus Mexiko. Also beheimatet ist sie in Mexiko, da wachsen die halt frei in der Wildbahn rum, werden groß, sind ganzjährig draußen, bilden Blüten, bilden Blätter, bilden alles Mögliche. Und hierzulande wird sie ungefähr 50 cm hoch. Also so eine Moskitopflanze, die kann niemals solche Wuchshöhen erreichen wie in ihrer mexikanischen Heimat. Das liegt auch überwiegend daran, dass sie nicht winterhart ist. Also sie kann, man sagt, man kann versuchen, sie mit entsprechendem Winterschutz irgendwie im Beet zu lassen. Aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt keinen Fall, wo eine Moskitopflanze den Winter draußen überlebt hat. Man sollte sie tatsächlich reinholen. Das ist da überhaupt kein Thema. Im Winterquartier ganz bisschen gießen, nicht düngen. Und im folgenden Frühjahr kann man sie dann wieder rausstellen. Das ist, also erhöht auf jeden Fall die Überlebenschancen. Und so sollte man es auch tun. Und ihr Sommerstandort, der muss unbedingt sonnig sein. Das erinnert sie so ein bisschen an ihre Heimat, an ihre mexikanische Heimat und an die Wärme und an die Sonne, die sie dort genießen kann. Deswegen wird sie sich im Halbschatten oder gar im Schatten wird sich überhaupt nicht entwickeln können. Also bitte ein sonniger Standort und dann gerne durchlässige, nährstoffreiche Erde. Also hier bekommt sie jetzt die Kräutererde, die ich ja sehr gerne eigentlich für alle Pflanzen oder für die meisten Kräuterpflanzen verwende. Denn sie zählt ja auch definitiv als Kräuterpflanze. Ihre Blätter sind essbar, die sind wunderbar zu verarbeiten für Dips, für Kräuterbutter. Die können in Salate reingetan werden. Die haben so einen fruchtigen Geschmack. Also diese Blätter, die sind so plüschig, so ganz weiche Plüschblätter. Ja. Die schmecken an einer Mischung aus Orange und Anis. Also eignen sich hervorragend, wirklich so, wenn man die Salate so ein bisschen frisch aufpeppen will. Oder für Cocktails, in Cocktails und Longdrinks, da kann man ganz fantastisch diese Blätter reintun. Und was ich auch empfehlen würde, nicht nur die Blätter, sondern auch tatsächlich auch die Blüten zu verwenden. Also ab Juni, Juli bildet die ganz wunderschöne hohe Blütenstände mit so rosafarbenen, violetten Blüten. Und diese sind ebenfalls essbar. Also man sollte nicht alle aufessen, weil die Bienen sich auch sehr darüber freuen, weil sie nektarreich sind. Aber sie sind definitiv essbar und können dann halt ganz sehr, sehr schön auch wieder für Desserts verwendet werden oder zur Herstellung von Tee. Man kann auch ganz wunderbar Tee aus diesen Moskitopflanzen machen. Und sie heißt oder wird Moskitopflanze genannt, weil sie angeblich Mücken fernhält. Ob das so ist, weiß ich leider nicht, aus dem Grund, weil es hier gar keine Mücken gibt irgendwie in diesem Jahr. Also sie konnte sich noch nicht so richtig bewähren, aber es wird ja bestimmt irgendwann wieder welche geben. Und angeblich ist aufgrund ihres Aromas, ihres Duftes, ist es so, dass die Mücken sagen, ah nee, also das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, da fliege ich mal schnell davon. Das soll diese kleine Pflanze angeblich können. Also gehen wir mal davon aus, sonst würde man sie ja wohl nicht Moskitopflanze nennen, wenn das nicht so wäre. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Sie hat einen relativ hohen Wasserbedarf, also regelmäßig gießen. Natürlich Staunässe vermeiden, das ist ganz klar, aber regelmäßig gießen. In der Hauptvegetationszeit, so von Mai bis September ungefähr, also alle 2-3 Wochen düngen. Ein bisschen verdünnte Pflanzenjauche ist immer gut, kann auch ihr nicht schaden, da wird sich auch sehr darüber freuen. Das ist sehr empfehlenswert. Und grundsätzlich, wenn man sie erntet, jetzt egal, ob man sie jetzt nun sagt, man will sie jetzt verzehren oder man möchte sie vielleicht schon trocknen für den Winter, weil sowohl die Blätter als auch die Blüten sind ganz wunderbar zum Trocknen, dass man halt den Winter über dann auch was von dieser fantastischen Pflanze hat. Oder ob man sie für Duftpotpourris nehmen kann, eignet sich auch ganz, ganz toll, gerade aufgrund ihres ja, interessanten Aromas, nennen wir es mal so. Auf jeden Fall sollte man immer grundsätzlich ganze Triebspitzen ernten. Nicht so, wie ich es jetzt eben gemacht habe, nur ein Blatt, sondern wirklich die Triebspitzen. Wobei darauf zu achten ist, dass ungefähr ein Drittel des gesamten Triebes immer stehen bleibt. Also niemals so komplett abmuckeln, dass dann da bodennah der Trieb abgeschnitten ist. Das ist dann nicht so gut, weil sie sich dann nicht mehr so schön entwickeln kann. Und das wäre ja schade, weil ja, man möchte sie halt weiter verwenden. Einzige Ausnahme ist dann im Herbst. So im Oktober, da erfolgt dann ein kompletter Rückschnitt. Da wird diese ganze komplette Moskitopflanze
Pflanze so auf ungefähr 5 cm zurückgeschnitten, damit sie sich dann halt in Ruhe den Winter überleben kann, damit sie neue Kraft sammeln kann und damit man halt als Mensch halt dann auch die Triebe hat. Das kommt ja auch noch hinzu. Also die verwendet man natürlich. Man schneidet das ja nicht ab und schmeißt es auf den Kompost. Das sind natürlich dann genau die Triebe, die man dann sehr, sehr schön trocknen kann oder gleich verwenden, wie man möchte. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr vielseitige Pflanze, wo ich hoffe, dass sie sich bewähren wird, dass sie tatsächlich mal irgendwann eine Mücke vertreibt. Das wäre toll. Und dann hoffe ich auch, dass euch mein Video gefallen hat, dass ihr es liked, dass ihr meinen Kanal abonniert und dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut.